Herzlich willkommen zu RRO TV Sport. Ich habe die Freude, heute in der Sendung der Kevin Lötscher zu begrüßen. Es ist nicht selbstverständlich, Kevin Lötscher, dass du heute bei uns zu Gast bist. Vor etwas mehr als 15 Monaten hast du einen schweren Unfall gehabt, Autounfall. Danach 2 Wochen im künstlichen Koma. Das hat natürlich einen abrupten Knick gebrungen in deiner Karriere. Vorher bist du quasi der Shootingstar im Hockey in der Nationalliga, der Nationalmannschaft sogar an der Weltmeisterschaft und kurz darauf der schwere Unfall. Eine Frage natürlich, die in den letzten Wochen, Monaten dir immer wieder gestellt wird. Ich weiss, du kehrst dich nicht so gerne. Aber alle interessiert natürlich im Moment in der Öffentlichkeit. Wie geht es dem Kevin Lötscher momentan? Ja, mir geht es tiptop eigentlich. Ich kann nicht klagen, ich bin gesund und zweck. Also mal ein Mensch geht es mir gut, als Profisportler geht es mir auch nicht schlecht, aber ich bin sicher noch nicht auf der Höhe, wenn ich gerne wäre. Als normaler Mensch hast du gesagt, also kann man sagen, gesund oder wird wirklich beschrieben? Ja, auf jeden Fall, ja. Echt gesund und munter, ja. Würde ich mal sagen. Wann bist du das letzte Mal zum Doktor gewesen, eben nach der Verletzung? Ich weiss es gar nicht, zum Doktor. Schon lange zurück? Ja, also zum Doktor. Nach dem Insel bin ich nie mehr zum Doktor gewesen, aber zwar zu Spezialisten, einfach, wenn ich irgendwie die Reflexe oder die Augen oder so kontrolliert oder trainiert habe. Aber wirklich zum Doktor bin ich schon lange nicht mehr. Und eben, wenn du das letzte Mal zum Doktor bist, hat er gesagt, der Kevin ist gesund? Ja, gut, zum Doktor. Wir kennen im Insel, wenn ich mich entlassen. Jawohl. Also dann gehe ich bin noch Schutz gehabt, Therapie machen, also Logopädie und Neurologie war noch. Und nachher irgendwann hast du gesagt, du, aber Kevin ist gesund. Und für einen normalen Mensch kann man nichts mehr machen. Und wir können ihm nicht mehr helfen. Und dann hast du gesagt, es sei gut. Also als normaler, in Anführungszeichen, Mensch hast du absolut kein Problem im Leben. Das geht tiptop. Ja, echt. Überhaupt kein Problem. Nach dem Unfall ist natürlich schon ziemlich gerade so gewesen, das ist schon eine schwierigere Phase gegeben. Was hast du so müssen lernen damals so alles so? Was hast du kennen? Kennen nicht viel. Also gut, lernen habe ich müssen laufen wieder, essen, aufs WC gehen. Also ich weiß nicht genau, ich habe immer müssen die Hand öffnen und sagen, ich muss aufs WC und dann ist einer gekommen und nachher ist bist mit der auf das WC. Ja, es war schon nicht so cool gewesen. Wie lange ist das gegangen, eben, bis das wieder so langsam ist gekommen? Ja, gut, das ist relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Aber ja, keine Ahnung, du bist vielleicht aber der erste Monat im Spital kann ich mehr in den Magen. Also da habe ich wieder ein Loch. Ja. Also Gedanken oder Erinnerungen habe ich nicht gross. Und ja, ich nehme an, so der erste Monat ist ein bisschen schwierig gewesen. Und nachher ist das Tag zu Tag besser geworden. Was war so das Schwierigste gewesen, eben wieder zu erlernen nach dem schweren Unfall? Was hat der meiste Mühe gemacht? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja, es ist alles. Also natürlich, aber wenn du auf das WC oder zu essen, oder, das weiss ich gar nicht mehr. Mhm. Also zu essen, das Essen habe ich im Bauch bekommen, also Flüssignahrung am Anfang. Und auch zu reden und so, da kann ich mir nicht mehr so richtig angehen. Also das weiss ich nicht mehr. Aber natürlich, ja, es ist alles schwierig, es wieder zu lernen. Es hat alles nicht so Spass gemacht. Und wenn du eben aus dem Spital bist gekommen, wieder eben selber hast können leben, da ist es nachher gut gegangen? Oder hast du auch noch Startschwierigkeiten gehabt? Nein, eigentlich nicht. Also gut, am Anfang war es natürlich auf einmal frei gewesen, lehnt sich zu vorne wieder zu bären. Zuerst war ich noch ein bisschen im Wallis gewesen, bei meinem Vater daheim. Und nachher, ja, die Freiheit hat natürlich das alles weggetan. Also es war einfach frei gewesen, wieder allein sich zu wohnen und etwas zu machen und wieder auf eigenen Beinen stehen und so. Und nachher, aber grosse Probleme hatte ich eigentlich nicht gehabt. Es hat natürlich viel Kraft gebraucht, die Situation durchzustehen, eben im Spital und so weiter. Was hat dir Kraft gegeben? Ja, Kraft hat mir natürlich die Familie gegeben, muss ich sagen. Also, das ist Mütter und Vater mit Partner jeweils und Brüder und auch ja, die Freundin und ja, einfach die nahen Personen, die das Gefühl denken, dass du ihnen nicht gleich bist und
die Leute, die wirklich sich um dich gekümmert haben. Und auch, sind nicht Fans gewesen, die irgendwie Plüschtierli oder Briefe geschickt haben. Oder, das sind natürlich immer Sachen, die einen aufmuntern. Das sind auch Mühe getan, wenn man Menschen an dich gedacht haben. Ja, klar. Du hast es gerade angesprochen, es gibt auch Positives in der Phase, wenn du eben nach dem Unfall, zum Beispiel eben die Freundin, die dazu ist gekommen. Das ist ein positiver Aspekt, ja. Ja, das ist viel wohl positiv. Also ich kann, aber ich war im Spital, gewesen, nicht irgendwie Termine oder Meetings irgendwie, eine gewisse Zeit, wo ich an gewissen Orten sein musste. Und gesagt, ach, ich habe ja Zeit. Dann habe ich die mal eigentlich eingeladen zum Essen. Und wir haben einander kennengelernt über Kollegen eigentlich. Ich habe viel über Schickirchi, über mich. Und dann habe ich ihn mal eingeladen und gesagt, komm doch mal essen, ich habe einen Termin. Und nachher sind wir zusammen essen und nachher ist es das zweite Mal gekommen und wir haben es immer sofort gut verstanden und nachher irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Monate später sind wir dann zusammengekommen. Also doch noch ein Lichtblick, positiv, trotz der ganzen Tragik, die dahinter steht. Du hast es gesagt, als Mensch bin ich wieder zurück, wieder gesund. Aber natürlich, der Kevin Lütscher ist nicht nur ein Mensch, er ist ein Hockeyspieler. Natürlich, was wir kennt haben, wie ich vorhin gesagt habe, das grosse Talent in der Schweiz. Als Mensch 100%, als Hockeyspieler wie viel Prozent? Ja, Prozent ist schwierig. Das fragst du mich immer, wie viel Prozent bist. Keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, auf so die, gegen die 90% kommst schnell einmal, habe ich das Gefühl. Und nachher, die letzten 10 sind wirklich die Schwierigen, die man speisen muss. Die wollen wirklich, man muss kämpfen dafür. Und ich kann nicht genau eine Zahl sagen, 1, 2, 93, keine Ahnung, aber es ist... Da zwischen 90 und 100 da drin? Ja, also zwischen 90 und 93 irgendwo, habe ich das Gefühl. Ja. Aber du jetzt mal schauen, wie es kommt. Gell? 93 ist aber schon recht Ja, Mann. Das ist schon gut. Ja, das ist super. Ich meine, aber es reicht nicht für die Spitze. Was ist in den 93% drin, die am besten geht im Moment bei dir als Hockeyspieler? Ja, am besten. Ja, zum Ziehen. Nein, eigentlich schwierig zu sagen, ich habe mir noch nie gross Gedanken gemacht, was wirklich am besten geht. Ich habe viele Gedanken, was so nicht geht, was eigentlich falsch ist, weil eigentlich ist es grandios, wenn ich jetzt schaue, was vor einem Jahr war, wenn ich jetzt erst mal aufs Eisspiel gegangen bin. Ich kann nicht rückwärts fahren oder habe keine Ahnung von Tüten und Blasen. Und was bis jetzt passiert ist, ist eigentlich schon eine riesige Geschichte. Das Unglaublich, Ganze. Ja. Und ich muss einfach ein bisschen probieren, trotz Teichen, was schon geht und nicht immer, was auch nicht geht. Und was schon geht, ich meine, es gibt viele Sachen nicht schlecht, aber es gibt noch zu wenig Sachen sehr gut. Was ich gehört habe, ist konditionell und so, bist du ganz gut weg? Ja, konditionell eigentlich schon. Ich muss sagen, wir haben mit ein paar Reihen nach dem Sommertraining Tests gemacht und konditionell bin ich irgendwie die zwei Beste von der Mannschaft. Also, von der ganzen? Ja, genau. Der dritte Mal war noch besser als ich, der Sack. Aber sonst, ich bin konditionell bin echt gut zu sagen. Ich meine, das ist nur Läufer. Also. Aber macht dem auch schon Freude? Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist natürlich anders, wenn du läufst oder ob du auf einem Eisschlitten fahren und zur gleichen Zeit schauen und machen und tun. Das ist natürlich, mir fehlen einfach die Kilometer, habe ich das Gefühl, auf Schlitzschen. Weißt du das, wie kann man vergleichen? Du hast angefangen, Hockey spielen zu lernen, hier mit den Junioren zu Viehspäu. Bist du da gross gekommen, hast du da müssen lernen, eben beim Stecken, mit den Schlitzschen. Kann man das Lehren von damals vergleichen mit dem Lehren von jetzt? Das glaube ich nicht. Also gut, aber zu Viehspäu in den Junioren habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Ja. Ich habe das Lägerbad angefangen und es ist nicht das gleiche Lehre. Es ist früher, wenn du kleiner bist, tust du immer Sachen neu probieren und lernen und irgendwann geht's. Und jetzt ist eigentlich ein paar Sachen sind recht schnell gegangen wieder, wo du bis auf ein gewisses Niveau bist gekommen. Und ein paar Sachen musst du einfach tausende von Mal machen, bis du wieder drin hast. Mit ein paar Sachen
gläubigst. Vor allem eben, wenn der Böck kommt, stoppen, Dribbling und so. Das ist wahrscheinlich schwieriger. Ja, das Schwierige ist einfach, wenn du irgendwie die Mitspieler im Auge musst haben. Ja. Und die Gegenspieler, musst schauen, was die machen. Und das hat ich fahren und nachher hat ich nur schauen, im richtigen Moment den Böck anzunehmen oder den Böck zu spielen. Dann musst du schon im Kopf haben, was du als nächstes machst mit dem Böck. Mhm. Und das ist, Davis, ist das schon ein bisschen too much. Aber ja, bis jetzt ist es immer besser geworden. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Jahren zwei Matches gespielt mit Siders. Und ich hoffe, dass in den nächsten paar Matches auch besser wird. Aber eben die 7%, wenn du gesagt hast, oder ungefähr, ja. Ungefähr das 0-3 zu bringen, das ist schwierig. Ja, ja, aber das sind. Wie ich gesagt habe, auf 90% bist du schnell, aber die letzten 10% sind wirklich die weh machen. Und, ich meine, ja, wenn du 90% hast, dann bist du also ein bisschen umeinander. Aber wenn du unter 97% von deinem Potenzial ausschöpfst, dann bist du im Hockey, im Schweizer Hockey, der in den letzten Jahren sehr, sehr gut ist worden. Bist nie einmal 90% oder eben zu 93% gelangt für B, oder was meinst du? Ja, für B, es ist schwierig zu sagen. Ich meine, die nicht so super Kader das Jahr. Und da bin ich sicher auch dabei wegen dem. Aber ich glaube, in einer anderen B-Mannschaft, das ist fast zu früh, um jetzt irgendwie zu sagen, das langt oder das nicht langt. Und ich will das auch nicht machen, mich irgendwie auf das fixieren oder konzentrieren. Jetzt schauen wir mal, wie es Ziel das geht und probieren Tag für Tag zu nehmen. 9. Mai 2011, 14. September 2012. Zwei Daten. Seht ihr das etwas? Das sagt mir etwas, ja, auf jeden Fall. Ja, am 9. Mai habe ich gegen Amerika 2 Goal geschossen und am 14. war der Unfall. Und jetzt am 14. September 2012 vergleichen du mit dem 9. Mai 2011. Ja, das ist... Das ist euch etwas passiert? Etwas Gleiches? Wann? Im Mai und jetzt gerade vor ein paar Tagen, 14. Ja, der erste offizielle Match wieder gewesen, ja, von mir. Ja, und was hat man dich da gewählt? Als bester Spieler. Und am 9. Mai bei der Weltmeisterschaft? Best Spieler. Aber ich würde sagen, die beiden Best Player, das ist nicht ganz das Gleiche. Nein, ich glaube, das ist sehr eine grosse Differenz. Ja. Also klar, ich meine, an der WM, der Match gegen die USA war wirklich super gewesen. Ich kenne auch jetzt noch Hitze von Leuten, dass sie sagen, oh, du bist wirklich super gewesen. Du hast eine Schüre frei gemacht und so. Und der zweite Match, aber jetzt Langenthal. Ja, jetzt Langenthal. Ja, da bin ich natürlich, ich habe gespielt, ich war da gewesen und es hat mir sehr frei gemacht, wieder auf dem Eis zu stehen. Aber die Erik hat er nicht gerade so... es ist nur schwierig. Ist mehr, aber quasi Mitleid, oder? Ja, ja, aber jetzt ist er wieder da, Mitleid habe ich nicht gern. Nicht, gell? Nein, Mitleid habe ich nicht gern. Und darum, es ist zwar lieb, man immer irgendwie Pokal oder Medaille geben können, weiß ich was, aber nicht der beste Spieler. Ich sage zum Beispiel, ich persönlich habe gedacht, der Furtum muss das beste Spieler heute, aber das ist keine Frage. Mhm. Und dann haben sie sich verkommen. Und dann habe ich ihm sozusagen einen Digicam weggenommen. Also, das macht schon nicht so Spass. Du willst nicht als eben der verunfallte Kevin Lötscher wahrgenommen werden, sondern eben als Hockeyspieler. Eigentlich schon, aber es ist natürlich nicht mehr so einfach. Ich sage, wenn du gegen Mannschaften spielst und so, die natürlich immer ein bisschen Respekt vor dir und die Dienste checken euch. Ja, aber nicht so ganz, wie ich gerne hätte. Habe ich das Gefühl, aber es ist schwierig zu sagen. Aber ich werde wahrscheinlich auch so, aber ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir mal 3-4 Matches warten und nachher, wenn er mal ein paar Goal schießt und ein Pass in 2 geben, dann ändert sich das schon. Aber du würdest das ertragen, oder? Das wäre kein Problem für dich? Ja, sicher. Ich meine, darum spiele ich auch. Ich meine, wenn ich nicht weiss, kann ich nicht irgendwie jetzt jahrelang Nazi B oder Nazi A spielen. Als Pausegelohn, als Gelohnfigur. Und das ist auch nicht mein Ziel. Ich meine, ich muss wissen, ob es funktioniert, ob es verhält oder ob es aber nicht geht.
ja, das ist wahrscheinlich lieber gut, Sider spielen, das ist natürlich nicht schlecht, ja. Aber Training mit dem SCB, meine ich, das ist schon noch etwas anderes. Ja? Ja, das ist schon etwas anderes. Ich meine, wenn du mit 4-5 Linien, nachher ist der Josi da und der Weber ist da und der Marc Streit und so und der Justin Krüger trainiert noch mit Bär. Es ist schon, das Niveau ist recht hoch und es geht recht schnell und ja, das ist schon das Training, das ich vermisse. Also, aber SC Bären, mit dem hast du ja wieder Vertrag gehabt, wenn du verunfallt bist. Da, die haben dich gut betreut in der Zeit jetzt. Ja, oder? Super. Es ist ja, unglaublich. Man sagt, immer, ja, die reichen Clubs und so oder die besseren Clubs, die sind nicht menschlich und so. Aber ich muss wirklich sagen, was ich jetzt mit Bären erlebt habe, es gibt von Sportchefs Sven Leuenberger, wo super Ding gemacht hat, der Marc Lüthi, der immer ist super gewesen mit mir, bis zu Mediensprecher Christian Dick, der wirklich von A bis Z alle einen super Job macht und sich super um mich gekümmert und wahrscheinlich noch besser als sonst. Also, ja. Und auch mit den Spielern und so? Ja, die Spieler Kontakte, ist auch super, ist ja. Ist alles tiptop. Ja, es macht frei, wenn du so Leute hast, die sich um dich kümmern und so, jetzt wieder SCB oder mit den Spielern, wenn du Kontakt hast und so, das gibt mir immer Kraft und das macht Freude. Wie war die Rückkehr gewesen? Ja, in Anführungszeichen, jetzt zum HC Siders, da bist du ja erfolgreich gewesen, damals noch mehr mit dem Cormier Chinmann zusammen, ein Goal am anderen geschossen. Jetzt ist schon nicht ganz das Gleiche. Ja gut, es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich habe natürlich in den letzten 2-3 Jahren also die Nazi-B habe ich schon verfolgt, ein bisschen geschaut und so, aber ich bin nicht, ich habe echt Zeit, dass ich nicht im Match gesehen oder also was ich muss sagen, ist, dass eigentlich seit ich hier war, ist viel passiert. Mhm. Also, ob das in der Kabine oder die Altersunterschiede oder ich meine, jetzt im Moment bin ich mit Jahrgang 88 gegen mich der vierte, fünftälteste Spieler. Schon. Also, ja, und vorher war viele Junge und Spieler zwischen 20 und 30 und 30 und 35, die wirklich ein bisschen Erfahrung gebracht haben. Ja. Und jetzt im Moment hat es viel so 2er, 93er, 94er. Und das ist natürlich schwierig, aber der HC Siders, muss ich sagen, Chapeau, weil ja, sie haben nicht mehr. Und sie probieren das Beste zu machen mit dem, was sie haben. Und geben wir jetzt mir wieder eine Chance, mich ein bisschen zu etablieren in der ACB. Und das macht Spass. Wir haben es vorher gehabt beim SC Bären, die Traditionsmannschaft in der Schweiz. Hast du da jetzt auch noch zusätzlich zu den Trainingen Siders Betreuung, zum Beispiel Sportpsychologie oder so weiter, oder Physio, machst du das noch? Ja, immer am Mittwoch kann ich jetzt eigentlich, wenn ich... Jetzt letzte Woche bin ich am Mittwoch noch ins Training gewesen, also Krafttraining zuerst, und nachher auf die Eis gegangen, und dann bin ich auf den Zug gegangen. Und dann bin ich auf Bären und nachher habe ich Sportpsychologe mit Jörg Wetzel. Und nachher mit dem Dave Hüdri ist der Physio und der Jan Smulders. Das ist ja einfach, da mache ich so Übungen, wo man wirklich Probleme bereitet. Und wo ich probiere einfach die Sachen, die nicht gehen auf dem Eis, dann gehe ich auf die Eis oder auf einfach in der Physio selber, wo ich Sachen trainiere und schaue, dass das besser geht. Und Sportpsychologie hilft mir auch. Ja, Sportpsychologie hilft mir auch. Ja, da arbeite ich mit Jürgen Wetzel zusammen zu Bären. Und ja, es ist schwierig zu sagen. Klar, man muss daran glauben. Und ich mache jetzt auch Muskelrelaxationsübungen. Und ich probiere einfach, ich probiere eigentlich alles. Also, jetzt eben auch die Gespräche, die ich mit ihm führe. Helfen dir. Und die helfen mir und die helfen mir auch, dass ich mich wieder besser fühle und dass ich nicht alles so negativ sehe. Und, redet ihr euch darüber, könnt es eben wieder richtig an, Nationalliga angehen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist das Ziel. Ja. Also, jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich noch dritte, vierte Linie für den ACB und nachher müssen wir sich langsam ausschaffen Richtung erste, zweite, nachher müssen wir da mal besser sein und dann kann man dafür über den ACB anschauen. Es ist schwierig zu sagen, aber das Ziel wäre eigentlich schon ACB zu spielen irgendwann, Gibt es eventuell einen Plan B beim Kevin, wenn es nicht klappen sollte?
oder denkt man da im Moment noch nicht dran? Ja, im Moment wirklich dran denken tut man nicht. Klar, wenn es so weit ist, dann würde man dann schauen, was man könnte machen. Und ich meine, ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so spontan muss sagen, mache ich ein paar Unterwärtsmodel oder so. Also irgendetwas. Nein, sage ich. Aber du bist sprachbegabt und alles. Nein, ich kann drei Sprachen und habe KV-Abschluss. Also, ja, bin ich nicht höher dumm, habe ich das Gefühl. Und darum, irgendetwas finden würde ich schon. Also, müsste ich natürlich den Gedanken machen mit einem Prüfexperten oder was auch immer, da ein paar Gespräche führen. Und der Papa hat dich bis jetzt auch gut beraten? Ja, der Papa, ja. Also, man muss sagen, wirklich Papa, Mama und Brüder und wirklich das noch Umfeld. Euer Partner von Mama, Papa oder Freundin. Und das ist wirklich, ich ab und zu sage wirklich Chapeau, weil die haben so viel durchgemacht und so viel Zeichen mit mir erlebt jetzt in den letzten 15, 16 Monaten. Also es ist wirklich hervorragend, muss ich sagen. Der Support hilft mir auch hören. Also hat das tragische Ereignis doch auch noch Lichtblicke? He? Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, so. Kevin, alles Gute für die weitere Zukunft. Viel Durchhaltevermögen in deinem Weg wieder Brief zum Spitzenhockey. Wir hoffen natürlich, drücken fester Tümer, dass du es schaffen tust. Du hast es verdient, wieder oben dabei zu sein. Merci vielmals für den Besuch hier im Studio. Okay. Nicht nur der Kevin Lötscher hat einen schweren Unfall gehabt. Euch, dem Daniel Albrecht, ist es nicht gut gegangen. Er hat eine ähnliche Verletzung gehabt wie der Kevin Lötscher. Ein bisschen vor dem Kevin Lötscher. Aber er ist wieder auf dem Weg nach oben. Und der Daniel Albrecht, er ist jetzt zu Gast in der nächsten Woche bei RRO TV Sport.